Ist wieder mal jemand im Gebäude durchgedreht? Das ist eine Privatangelegenheit. Also verzieh dich. Warte, vielleicht kennt sie Perry. Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich seh mal, was ich tun kann. Hey, Barry. Alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Wir müssen uns mal treffen. Unbedingt. Oh, hallo.
denn? Wär's, wenn wir den einfach an die Wand schicken. Wie schön, dich zu sehen. Oje, setz dich. Setz dich. Willst du ein Bier? Klar, sehr gerne. Salut. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ich komme irgendwie klar. Irgendwie. Du hättest zum Essen vorbeikommen können. Nuestra casa es tu casa. Aber okay. Das ist Vergangenheit. Ich bin gerade dabei, eine Offrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Eine Offrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, reicht. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Mininja. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage. Seine Vergangenheit findest du alles dort. Danke, Mama Wells. Schon gut, wie. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. Ahí te veo. Ivy. Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Ich komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen? Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein. Aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich fangen würde. Selbst wenn er dabei draufgeht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Zielen. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor.
Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Ein schönes Stück Metall und Mechanik. Er war so glücklich. Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, ha? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Werden nicht mehr gedruckt. Mhm, klar. Nur deshalb hängen die da. Noch voll. Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica, ba? Basketball, signiert von Dante González. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hä? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer, verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Das hängt ihr sicher seit 2020. Wem die Stunde schlägt. Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Ofrenda. Hm, das würde doch passen. Okay, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Ha, verschlossen. Was da wohl drin ist? Seine Höhle. Da hat er geschlafen. Hat wohl ein anderes Schloss? Sehen wir uns um. Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo. Ach ja, typisch Jack. Gefunden. Okay. So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht. Das hab ich wohl. Ist es nicht ein wenig schief? Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Jackies Lieblingstequila. Noch zu.
Nein, ein Sitz. Springer. Eine der allerersten Flaschen von dem Gründer von Senson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Hübsches Foto. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Das muss Jackies Vater sein. Oldschool-Gänger. Valentinus natürlich. Kanntest du ihn? Nur vom Hörensagen. Hat bei Jackie aber nicht gerade schöne Erinnerungen geweckt. Gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wes will mich eh nicht da haben. Komm mit, Misty. Es ist dein gutes Recht. Ich will Mama Wes nicht im Weg sein. Das ist für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, Vi. Also, gehen wir? Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar. Einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins... Wir sehen uns dann im Coyote. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Mein tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Dann hebt das Glas. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte.
Hey, wie? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde 3-mal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinosring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Eine super geheime, super wertvolle Eidechse. Ich weiß noch, wie er sagte, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also, er auch. Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, war er bereit, dafür zu sterben. Er sagte einmal, Chica, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Er wusste immer, was er wollte und hat es sich genommen. Aber das Wichtigste, Jackie liebte das Leben und hatte keine Furcht. Er trug das Herz am rechten Fleck und hat nie lange gezögert. Er dachte, er wäre kugelsicher. Und wollte zur Legende des Afterlife werden. Und letztlich hat er erreicht, was er wollte. Er hat ein paar reichen Säcken den Arsch versohlt. Wenn er jetzt zusieht, zeigt er ihnen bestimmt den Stinkefinger. Wenn du als Junge in den Krieg ziehst, hast du große Illusionen von Unsterblichkeit. Nur die anderen sterben, nicht du. Diese Illusion verlierst du erst, wenn du verwundet wirst. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen.
por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Vi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist eine gute Frau. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuídate, Vi. Campo ist echt fertig. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Mierda! Fang jetzt nicht. Verabschiedest du dich hier von einem der deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte, als sein Vater ging. Und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, Vi. Ich kannte ihn ziemlich gut. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Ich vermisse ihn. Jetzt schon. Ich auch, Chica. Ja, ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywoods. Ich muss weiter weg. Klar, wir sehen uns, Vi. Noch ein Drink? Für Yakito? Gerne. Für Jackie. Amen, Schwester. Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich dreh mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Ich nehm noch ein. Trink so viel du willst. Hey du! Trinkst du mit uns? Auf Welles. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Ich glaub, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie?
Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Lieber nicht, aber danke. Sie weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vámonos! Ah! Thank you.
Beruhigt ihn. Verdammt! Noch so eine Drecksfotze, die mich töten will! Ich bin in Schwierigkeiten! Thank you.
nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras sind überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder, die Zukunft, das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Sie können wir retten, mögen Mütter ihre Leiber beschützen, mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Doch wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. In ihrem Elend besänftigen sie die müden, unterdrückten Massen, indem sie unser Lachen und unsere Tränen vorführen. Jungs, stell dich zu ihm. Ich mache ein Foto. Tu so, als würdest du ihn fürs Verraten von Regierungsgeheimnissen verhaften. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist. Jessica wird sterben, wenn sie das sieht. Das ist echt Max Nova. Ich dreh ab. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt, das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Klein klingt machbar, aber gib's nicht für Blödsinn aus. Danke, das bringt mir ein, zwei Tage. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Bee. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an.
Das hat wehgetan. Der Mord an Saburo Arasaka, der bekannte CEO des Megakonzerns Arasaka. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde Berichten zufolge in den Räumlichkeiten des Konzerthotels Konpeki Plaza ermordet, wo er für ein Familientreffen war. Saburo Arasakas Sohn, Yorimoto Arasaka, erklärte, dass hinter der Ermordung seines Vaters Rivalen des Konzerns stecken. Für diese Behauptung hat er bisher noch keine Beweise vorgelegt. Diverse Marktanalytiker gehen aktuell davon aus, dass der plötzliche Tod Arasakas ein verzweifelter Versuch sein könnte, die internen Querelen des Konzerns zu vertuschen. Nach der Pause kommen die Experten auf Arasaka. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City.